Echte Liebe, echte Wut. Sind diese Bilder nur eine Momentaufnahme oder kippt die Stimmung in Dortmund? Bei uns kommen die BVB-Anhänger gleich zu Wort. Außerdem Sky-Experte Patrick Ovomoyela. Herzlich willkommen zum Inside Report. Das hier sind unsere weiteren Themen. Alte Dame, alte Probleme. Warum nach der Entlassung von Trainer Jos Luhukay jetzt der Manager Michael Preetz im Fokus steht. Und Fußball im KZ, Fußball als Propaganda, wie die Nazis eine Fußballliga im Konzentrationslager Theresienstadt für ihre Zwecke missbrauchten. Hier ist Inside Report mit Markus Fahn. Wie schnelllebig und unberechenbar das Fußballgeschäft ist, das sieht man in diesen Tagen sehr deutlich. Deutlich wie selten am Beispiel Borussia Dortmund. Diese Bilder, die wir Ihnen jetzt zeigen, sind gerade mal ein Jahr alt. Und sie wirken wie aus einer anderen Zeit. Damals Dortmund oben auf in DFB-Pokal, in Champions League und vor allem in der Bundesliga. Da ist man mittlerweile auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Und nach dieser Niederlage gestern gegen Augsburg gab es Szenen, die man aus Dortmund normalerweise nicht kennt. Der Inside-Report mit einem Blick in die schwarz-gelbe Fanseele. Echte Liebe, eine schwierige Angelegenheit in der echten Krise. Die Ehe zwischen Mannschaft und Fans in Jürgen Klopps verflixtem siebten Jahr angespannt wie noch nie in seiner Ära. Die Leute haben ihren Unmut kundgetan. Das ist, habe ich gestern schon gesagt, das ist menschlich. Und es war morgen keiner da, der noch geschockt wirkte von irgendwelchen Pfiffen. So, sondern wir haben ein Fußballspiel verloren. Und dann gehört es im Fußball dazu, dass die Zuschauer, wenn es in der Häufigkeit geschieht, und jetzt bei uns der Fall ist, dass sie auch anzeigen, dass es übrigens nicht so richtig cool ist. Und das haben dann die Zuschauer gestern Abend getan. Ich weiß, und das wissen die Zuschauer auch, denke ich, dass sich unsere Chance, das Ganze zu regeln, dramatisch erhöht, dadurch, dass wir uns eben nicht auseinandertreiben lassen. Aber wir sind der Bringschuld. Wir müssen den Leuten jetzt auch wirklich, wir müssen die Ergebnisse liefern. Nicht nur für die Zuschauer, vor allem für die Tabelle, aber eben auch für die Zuschauer. Das Vertrauen der treuen Südtribüne hat schon in der Hinrunde gelitten. Den Höhepunkt erreichte die Enttäuschung bei der 0:1 Heimniederlage gegen den FC Augsburg. Szenen, die man gerade in Dortmund für unmöglich hielt. Verein und Fans, eigentlich immer ein Herz und eine Seele. Die wollen das aufwachen. Die wollen da sowas zeigen. Weil die stehen die ganze Zeit auch dahinter. Und das wollen wir jetzt auch sehen von denen. Es war auch mal an der Zeit, dass auch gerade von der Südtribüne ein Weckruf in Richtung der Mannschaft gesendet worden ist. Und dass die Mannschaft sich hoffentlich mal ein bisschen zusammenreißt und das Ganze besser jetzt erkennt, als dass es nachher zu spät ist. Schwarz-Gelb bis in den Tod, sage ich jetzt einfach mal. Das ist klar, das ist eine normale Reaktion der Fans, weil sie sich einfach Kampf erwartet haben. Und in der zweiten Halbzeit kam eigentlich gar nichts mehr. Eine verpatzte Hinserie mit 10 Niederlagen, aus BVB-Fansicht geschenkt. Viele Verletzte, WM-Kater. Doch spätestens mit Tabellenplatz 17 nach 17 Spielen hat doch hoffentlich jeder Profi den Ernst der Lage erkannt. Und der Trainer sah das am Ende der Hinrunde doch genauso. Wir werden ein erbitterter Jäger sein, das kann ich jetzt schon versprechen. Alles sollte besser, erfolgreicher werden. Doch obwohl das Personal genesen und der Körper wieder in Schuss ist, geht nichts beim BVB. Man muss schon sagen, wer so spielt, spielt wie ein Absteiger. Ich denke, dass nach ein, zwei Jahren, denen auf großen Erfolgen einfach satt sind, dass einfach der Biss, der ist nicht mehr da. Die Versprechen nach Verbesserung wurden verinnerlicht und die Fans wurden letztendlich enttäuscht. Wir wollen euch kämpfen sehen, heißt es von der gelben Wand. Obwohl der Kampf vom Trainer doch nicht nur einmal ausdrücklich ausgerufen wurde. Wir laufen nicht zu wenig, wir führen nicht zu wenig Zweikämpfe, das ist alles da. Wir verlieren den entscheidenden Zweikampf defensiv und gewinnen den entscheidenden Zweikampf offensiv nicht klar genug. Das ist auch Kämpfen, das verstehe ich total. Aber jetzt zu sagen, so, da steht irgendwie eine lustlose Truppe um und ich glaube, das hat keiner auf der Süd gedacht, als es gesungen hat. Aber nichtsdestotrotz, also wir müssen, wenn eine Menschenmenge
sowas sinkt, dann ist das nie differenziert, sondern es ist ein Gesamteindruck und den müssen wir auch annehmen. Es ist ein Gesamteindruck, der nicht ernüchternder ausfallen kann. Die Heimpleite gegen den FCA, ein Spiegelbild der Hinrunde. Die Mannschaft erholt sich mal wieder nicht von einem Rückstand. Und mittlerweile sind sich nicht mal mehr alle Fans einig, ob Jürgen Klopp noch der Richtige ist. Der hat meine allergrößten Sympathien, auch von meinen Kollegen, allen. Aber da wirkt es langsam sehr ratlos, dass er auch keine neuen Ideen mehr reinbringt in die Mannschaft. Das wirkt alles schon so ideenlos. Er ist ein Erfolgsgarant für Borussia. Und ich würde sagen, nee, also er soll bleiben. Ich kann es einfach nicht begreifen. Klopp war für mich einfach die Integrationsfigur. Aber es scheint momentan so, als wenn die Mannschaft ihn gar nicht hört. Der Coach selbst denkt nicht an Rückzug. Er betont vielmehr die Chancen, versprüht weiterhin geballten Optimismus. Ich habe keinen Bock mehr, ich resigniere, das kann ich komplett ausschließen. Ich bin realistisch trotzdem nach wie vor vom Erfolg unserer Mission, die diese Rückrunde nun mal bedeutet, absolut überzeugt. Vom Aufschwung allerdings ist in dieser Rückrunde bislang noch nichts zu sehen. Und das trotz aller Versprechungen, aller Durchhalteparolen. Das ist es, was die Fans ärgert, enttäuscht pfeifen lässt. Noch lassen sich die Unzufriedenen beruhigen. Aber wie viel Krise diese echte Liebe verträgt, Jürgen Klopp will es in seinem verflixten 7. Jahr sicher nicht herausfinden. Sky-Experte Patrick Owomoyela hat bis 2013 in Dortmund gespielt, war gestern auch im Stadion. Ihn begrüßen wir jetzt am Telefon. Schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie Mats Hummels und vor allem Roman Weidenfeller gestern am Zaun gesehen haben? Ja, ich habe das als gar nicht so dramatisch empfunden. Also ich glaube, ich kann mich an Zeiten erinnern, nicht persönlich, aber von Freunden, die zu der Zeit da waren. Da wurde das Trainingsgelände blockiert, beziehungsweise das Stadion, und die Spieler konnten nicht nach Hause. Das war so rund um die Zeit der Meisterschaft 2001, ich glaube kurz davor. Also es gab auch schon immer schlimme Zeiten, immer mal wieder. Natürlich ist es jetzt sportlich gesehen etwas ganz Besonderes, weil die letzten Jahre halt vermeintlich sehr fett gewesen sind. Das war auch so. Und dann dieser Komplettabbruch von Tabellenplatz 2 im letzten Jahr noch auf den 18. Tabellenplatz nach 19 Spielen. Das ist dramatisch, aber dafür, finde ich, waren die Emotionen der Fans A, noch recht im Rahmen und B, wahrscheinlich auch gerechtfertigt. Mhm. Aber haben Sie die Angst, dass die Stimmung jetzt gerade im Hinblick auf die nächsten Heimspiele kippen könnte, wenn das jetzt so weitergeht? Ja, aber was heißt Angst? Also ich glaube schon, dass da natürlich der Blick immer kritischer wird und die Fans wahrscheinlich auch schneller dabei sein werden, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt, beziehungsweise sie nicht der Meinung sind, dass alles, auch wirklich alles gegeben wird, die wichtigen Punkte zu holen, dass sie dann schneller pfeifen werden, buhen werden, dass es vielleicht auch mal nicht erst 3 Minuten vor Spielende, sondern vielleicht auch schon mal 10 Minuten vor Spielende die ersten gehen. Das kann sein, aber davor sollte man keine Angst haben. Gerade die Spieler müssen sich natürlich vor sowas frei machen, weil man natürlich sowas auch sonst oder weil sowas sonst auch schnell hemmen kann. Und deswegen sollte man da sich mit gar nicht beschäftigen, sondern einfach zusehen, dass man wirklich hart arbeitet, um sportlich wieder Argumente zu liefern, dass die Fans auch zufrieden sein können. Sie kennen Jürgen Klopp als Mensch, natürlich auch als Trainer, haben unter ihm ja gespielt. Auch wenn er sich öffentlich natürlich anders äußert, können Sie sich vorstellen, dass er irgendwann sagt, ähnlich wie beispielsweise Tuchel in Mainz, ich kann da keine Impulse mehr setzen, ich muss gehen? Ich glaube nicht, dass er der Meinung sein wird, dass er keine Impulse mehr setzen kann. Aber ich glaube schon, und das habe ich ja auch schon vor Wochen mal gesagt, da hat er deutlich andere Töne angeschlagen. Im Moment wirkt er, und das steht ihm auch viel besser, wieder deutlich kämpferischer. Er hat eine Aufgabe, er hat ein Ziel und er will es auf Teufel komm raus erreichen. Und das ist genau das Richtige, was jetzt gebraucht wird. Aber das müssen halt eben alle verkörpern. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass er keiner sein würde, der jetzt zu lange an irgendwelchen Strohhalmen zieht, sondern er ist, glaube ich, in dem Dreigestirn, also Aki Watzke, Michael Zorc und Jürgen Klopp, die drei zusammen, die treffen immer gute und meist richtige Entscheidungen. Und ich glaube, dass wenn die Zeit gekommen ist und es unabdingbar ist, dass alle drei zum selben Konsens kommen werden,
Aber ich hoffe, dass es A, gar nicht so weit kommt und ich sehe auch noch nicht den Bedarf in der aktuellen Phase. Was macht Ihnen denn abschließend Hoffnung auf die Wende? Naja, Hoffnung, also mir persönlich macht tatsächlich Hoffnung, dass ich in Jürgen Klopp wieder so ein bisschen mehr Feuer sehe. Also nochmal, da waren in der Hinrunde, also zum Ende der Hinrunde, gab es ein paar Aussagen, wo ich tatsächlich gedacht habe, Mensch, so habe ich Jürgen in den 5,5 Jahren, die ich mit ihm arbeiten durfte, gar nicht gehört und kennengelernt. Das wirkte überhaupt sehr, ich habe damals gesagt, so ein bisschen angeschossen, so ein bisschen verletzt. Und jetzt wird er wieder kämpferischer. Und er ist nun mal nach wie vor auch eine der oder die wichtigste Person im Verein beziehungsweise auch rund um die Mannschaft und muss der Mannschaft vorleben, worum es geht. Und wenn er dieses Feuer ausstrahlt, dann hoffe und glaube ich, dass es eine Frage der Zeit ist, dass dieser Funke halt auch eben überspringt bis auf den letzten Kaderspieler und dann endlich auch dementsprechende Resultate wieder erreicht werden. Die Dortmund-Fans hoffen, dass sie recht behalten. Patrick Ovomoyela, Sky-Experte und Ex-Dortmunder. Danke Ihnen für das Gespräch hier im Inside-Report. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, wovon in Dortmund noch niemand spricht, das ist einen Tabellenplatz drüber. Heute passiert die nächste Trainerentlassung. In Berlin muss Jos Luhukay gehen. Paul Dardai übernimmt erstmal. Seit dem Amtsantritt von Manager Michael Preetz 2009 ist das mit Übergangstrainern der 10. Coach, der jetzt bei der Hertha auf der Bank sitzt. Und so wird natürlich auch die Kritik an Preetz langsam lauter. Entschluss gekommen uns von Jos Luhukay. Moment, das Mikro ist nicht an. Er wird nicht mehr gehört. Keiner versteht ihn. Auch Michael Preetz muss seinen Stuhl räumen. Zumindest auf der Pressekonferenz. Symbolträchtiger könnte der Auftritt des Geschäftsführers nicht sein. So, versuchen wir es. Ja, hier geht's wunderbar. Dann ist ja alles gut. Sein Stuhl weder unbequem noch angesägt. Die Trainer unter ihm müssen dagegen gehen, sobald sie keinen mehr erreichen. Michael Preetz, der bleibt einfach sitzen. Wir wissen alle, dass im Fußball natürlich auch noch andere Aspekte eine Rolle spielen. Da geht es manchmal auch um das berühmte Spielglück, das uns ein bisschen verlassen hat. Das muss man auch klar sagen. Ich sage das nochmal. Alle drei genießen wirklich meine sehr, sehr hohe Wertschätzung. Jos Luhukay, Markus Gerlaus und Rob Rekers. Wir sind nur in dieser Situation zu der Auffassung gelangt, dass es wichtig ist, einen neuen Impuls zu setzen. Vom Glück verlassen, neuen Impuls setzen. Branchenübliche Floskeln und Lösungsansätze eines Managements in Krisenzeiten. Keine Überraschung, am Ende fliegt meistens der Trainer. Im Fall Hertha BSC also Jos Luhukay. Doch wer hat den eingestellt und mit ihm den Kader zusammengestellt? Richtig, der Geschäftsführer. Im Fall Hertha BSC also Michael Preetz. Konsequenz? Ich glaube grundsätzlich daran, dass wir Qualität in dem Kader haben, dass wir auch für die Spielidee, die wir haben und nach der wir auch im Sommer einige Neuzugänge verpflichtet haben, dass wir dafür die richtigen Spieler haben. Die Kaderplanung, kein Thema. 7 Pleiten in den letzten 10 Spielen haben natürlich nichts mit Qualität zu tun, nur mit dem Trainer. Bloß nicht den eigenen Arbeitsbereich zur Verantwortung ziehen. Es ist auch so, dass die Verunsicherung in den letzten Wochen greifbar war und dass die Jungs nicht richtig frei waren. Auch gestern ist es so, dass sie, finde, lange da auch gut gegen angekämpft haben, gegen Leverkusen das Spiel offen gestaltet haben. Es ihnen dann aber auch schwer fiel, nach dem 0:1 nochmal Antworten zu finden und Antworten zu suchen. Klare Analyse. Die Hertha-Krise ist eine Kopfkrise. Oder anders gesagt, der Trainer hat die Mannschaft nicht mehr erreicht. Beruhigend, dass zumindest der Geschäftsführer in der Hauptstadt nach wie vor verstanden wird. Beim Wort Konzentrationslager kommen jedem von Ihnen mit Sicherheit viele schlimme, bedrückende Bilder und Gedanken in den Kopf. Aber Fußball gehört wahrscheinlich nicht dazu. Im KZ Theresienstadt allerdings gab es eine Fußballliga der Gefangenen, an die derzeit ein Film erinnert, der auch zeigt, wie die Nazis den Sport für ihre Propaganda missbraucht haben.
Das Konzentrationslager Theresienstadt. Zwischen 1941 und 1945 durchliefen 157.000 Gefangene das Ghetto in Tschechien. Rund die Hälfte wurde in Vernichtungslager deportiert. Alleine 35.000 starben hier infolge von Hunger und Krankheit. Durch einen Propagandafilm aus dem Jahr 1944 versuchten die Nazis, eine ganz andere Realität darzustellen. Der inoffizielle Titel: Der Führer schenkt den Juden eine Stadt. Die Nazis ernannten den jüdischen Gefangenen Kurt Geron, einen Schauspieler, zum Regisseur des Propagandastreifens. Wie fast alle Darsteller wurde er kurz nach den Aufnahmen nach Auschwitz deportiert und ermordet. Gezeigt wurde ein geschönter Alltag im Konzentrationslager. Neben diversen kulturellen Aktivitäten stand vor allem der Fußball im Mittelpunkt. Zu Propagandazwecken wurden Spiele verordnet. Viele der Teilnehmer waren wenig später tot. Zwischen 1942 und 1944 entstand ein richtiger Ligabetrieb mit Hunderten von Spielen. Der Fußball als Symbol der Hoffnung, als Ablenkung vom Naziterror. Der Israeli Oded Breda hat darüber einen Dokumentarfilm gedreht. Nachdem er seinen Onkel auf einem Foto erkannt hatte, wollte der gelernte IT-Fachmann mehr erfahren. Für sein Werk Liga Theresien traf Breda diverse Zeitzeugen. Einer davon Salle Fischermann, der zusammen mit Geron Teil der Filmcrew war. Do you know who is this guy? I don't the tall know. One? No, I don't know. My uncle. These people who take the film was not Jews. And one of the, we have an Israeli with us. And one of the film men has asked Geron. And he, the SS man has said, you darf nicht fragen ihm der Judenschwein. Du darfst mir fragen. That have he said. What does that mean? You don't not him. You don't to me speak. You don't not to him speak. You not to this Judenschwein. Mm-hmm. Judenpick. Im Zentrum des Films ganz klar der Fußball. Der Innenhof eines Gebäudes wurde zum Stadion umfunktioniert. 7 gegen 7. Hunderte schauten auf den Balkonen zu. Der Überlebende Peter Orban war wie Bredas Onkel im Team der Jugendleiter. Seine Position: linker Verteidiger. And so people ask me, did you make goals? No, I was playing in the defense. And my function was to give the ball, and I gave the ball to Honza Burka. Honza Burka, if he got a ball, it was a goal, because he was playing so good, it was hard to believe. So we liked it. We liked this game, and we are living, and what I mean it, we are living in the time we played football. That was life. Professor Thoman Broth war damals 13 Jahre alt, ein bisschen zu jung, um selber mitzukicken. Seine Erinnerungen lassen ihn aber bis heute nicht los. Football was a matter of a pleasure, because we were despaired from the conditions prevailing in the ghettos and concentration camps. It was very important not to lose our self-confidence, self-human dignity. It is crazy, but it is reality. Eine Realität, die auch das deutsche Publikum immer noch in ihren Bann zieht. Oded Breda tourt mit dem Film durch die Republik. Das Interesse, wie hier in Berlin, groß. Es ist eine Menge zu verarbeiten. Sehr beeindruckend, der Film. Sehr nachdenklich machend und einfach wieder, man muss ihn sacken lassen. In erster Linie auch die ganzen Bilder, die dort auf ihn einprasseln, einfach mal versuchen zu werten und zu benehmen, aber ist schon beängstigend, was man da sieht. War sehr eindrucksvoll, weil er sehr gut und sehr kompakt rübergekommen ist. Der gehört meines Erachtens sofort in manche Schulklassen gezeigt, in Jugendfreizeitheime, in Fußballvereine, gerade hier in Berlin. Und ich denke, das ist eine Sache, die durch den Fußball auch so interessant ist, dass es nicht indoktrinierend wirkt, sondern auch wirklich echt und irgendwie auch, es geht einem sehr nah. Was mich beeindruckt hat an dem Film, ist tatsächlich, wie so etwas Nebensächliches, für uns Nebensächliches, wie ein Fußballspiel, so eine Bedeutung erlangt und es den Menschen tatsächlich ermöglicht hat, über dieses Fußballspiel Menschen wiederzufinden und sich auf eine Spurensuche zu machen, auf eine sehr familiäre und sehr intime. Und das, finde ich, gelingt dem Film sehr gut.
Nach den Aufführungen gibt es oft rege Diskussionen. Die Fragen an den Filmemacher sind zahlreich. Einige davon können jetzt beantwortet werden. Odet Breda live im Inside Report. Ja, Odet Breda, herzlich willkommen im Inside Report. Thank you very much for inviting me. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Vor 4 Jahren haben Sie diesen Film gemacht. Jetzt gerade waren Sie auf Tour damit durch Deutschland. Aber die Geschichte beginnt viel früher, vor circa 50 Jahren, mit einem Schwarz-Weiß-Foto Ihres Onkels. Was ist damals passiert? Das Foto wurde uns gegeben. 50 Jahre ist das her. Damals wusste ich gar nicht, was das bedeutet, was darauf zu sehen ist. Und da habe ich meinen Onkel erkannt und wir haben seine Wurzeln versucht zu finden in der Tschechoslowakei. Es war nur ein kleines Stück Papier. Und dann haben wir uns gefragt, wie kam der Fußball in die Ghettos? Und da haben wir angefangen, das rauszufinden. Bevor wir über den Film sprechen und Ihre Recherchen, erzählen Sie uns vielleicht erst kurz, was ist mit Ihrem Onkel passiert? My uncle was sent about 4 weeks after the propaganda movie was shot. Mein Onkel wurde 4 Wochen ungefähr, nachdem der Propagandafilm gedreht wurde, nach Auschwitz geschickt. Und dort ist er gestorben, verhungert. Als Sie dann einige Zeit später zum ersten Mal diese Filmaufnahmen gesehen haben, aus diesem Nazi-Propagandafilm mit Ihrem Onkel als jungen Mann Fußball spielend, was fühlt man da? Was geht einem durch den Kopf? I feel privileged because the chances that you will see your relatives. Jetzt fühle ich mich eigentlich ganz gut damit, weil ich jetzt diese Bilder sehen kann von damals in einem ganz anderen Licht, kann ich die sehen. Es ist ein Privileg und eine gute Erinnerung für mich, soweit man das in diesem Zusammenhang sagen kann. Sie waren damals Computerspezialist, also hatten eigentlich gar nichts zu tun mit Journalismus oder mit Filmemacherei, haben diesen Job dann aufgegeben, sich ganz quasi der Recherche auch gewidmet. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, Menschen zu finden, die Ihnen aus der damaligen Zeit und speziell über Ihren Onkel etwas erzählen konnten. Wie haben Sie das geschafft? Because I was involved in Bethresienstadt, which is a museum that was established by the. Das ging deshalb, weil ich in diesem Theresienstadt, in dieser Gedenkstätte involviert bin und weil ich auch viele Leute kenne, die Dokumente kenne, ich habe Einblick erhalten. Das ist auch genau das, was wir in diesem Film sehen können. Und da habe ich auch eben meinen Onkel entdeckt. Also das Schwierigste war nicht die Recherche, sondern der Film an sich. Sie haben diesen Mann erwähnt, den wir auch gerade im Beitrag gesehen haben, der über Ihren Onkel gesprochen hat. Was hat er Ihnen erzählt von dieser Fußballliga? Denn auch, ich glaube, für Menschen, die sich damit nicht sonderlich befassen, ist es überraschend, dass es in einem KZ eine Fußballliga gegeben hat. Yes, it's very surprising, but not das ist wirklich sehr überraschend, Theresienstadt aber was, in Theresienstadt war es etwas anders. Es war ein Lager von mitteleuropäischen Juden, die dort waren. Und aus bestimmten Gründen, da habe ich eine Menge nachforschen müssen, gab es dort Freizeitaktivitäten. Und es gab Theatervorführungen, Konzerte, also diverse Freizeitvorführungen, was man eigentlich gar nicht erwarten würde. Und eben auch Sport, was genauso zur Kultur gehört. Also in dem Moment, in dem sie dann die Möglichkeit bekommen haben, Sport zu treiben, gab es dann organisierte Fußballspiele, auch von manchen Vereinen, die sich dann danach benannt haben. Und dann haben sie angefangen, Fußball zu spielen. Immer professioneller ist das geworden, bis es nicht mehr besser ging. Stimmt es, dass es Kinder gab in dem Ghetto, in dem KZ, die eine Art Sportzeitung herausgegeben haben mit den Ergebnissen aus dieser Liga?
Es war nicht richtig eine Sportzeitung, es war mehr eine Gesamtzeitung, die das ganze Leben behandelt und die war nicht zensiert. Das ist das Beeindruckende der ganzen Geschichte. Es gab eine Ausgabe und die wurde in der Reihe herumgegeben, damit sie jeder lesen konnte. Fußball und Sport insgesamt war natürlich ein großer Teil ihres Lebens, aber es ging nicht nur um Sport. Wir haben von diesen Zeitungen viele, viele Informationen erhalten, die uns sehr nützlich waren. Da war auch mein Name drin, aber sie haben dann den Namen nicht rausgekürzt, weil ich kein Tor gemacht habe. Jetzt waren Sie auf Tour in Deutschland mit diesem Film. Sie waren in Schulen, Sie waren bei Fußball-Fanclubs. Wie waren die Reaktionen? The reaction was unexpected to us. Die Reaktionen waren sehr überraschend. Wir haben nicht gewusst, was wir eigentlich erwarten sollen, weil es das erste Mal war, dass wir so eine Tour gemacht haben. Wir waren in 7 Städten unterwegs. Über 1000 Leute haben unsere Vorführungen angeschaut. Und was sehr interessant war, ist, es gab keinen Juden unter den Zuschauern, die dabei waren. Also der Antisemitismus und die Diskriminierung, das war sehr wichtig für die Leute, die uns eingeladen haben, und es war ein wichtiges Thema, über das gesprochen werden muss, auch wenn es kein einfaches Thema ist, aber wir waren froh, eingeladen zu werden, und wir waren auch beeindruckt davon, wie mit diesen Themen umgegangen wurde, denn die Themen waren auch sehr wichtig für die Leute, die wir besucht haben. Sie waren auch in Fußballstadien, Sie haben einige Bundesligaspiele live miterlebt. Fühlen Sie sich wohl in Deutschland oder ist es ein komisches Gefühl für Sie, hier zu sein? Meine Generation, also die zweite Generation nach dem Holocaust, hat sich etwas verändert. Wenn ich darüber nachdenke, als ich ein kleiner Junge war, wollten sie keine deutschen Autos kaufen, nicht mal einen deutschen Kugelschreiber. Und das hat sich definitiv geändert, die gesamte Ansicht, was das Land betrifft. Und jetzt ist die dritte Generation nach dem Holocaust hier in Deutschland und das hat sich definitiv verändert. Wir fühlen uns sehr wohl, wir haben die Stadien gerne besucht. Es wurde alles toll organisiert, die Fans haben uns toll aufgenommen, auch die Fanclubs. Gestern waren wir mit der Schickeria, also einem Fanclub von Bayern München, unterwegs und die haben uns eingeladen zum Spiel gegen Schalke. Und die Ultra-Bewegung vom FC Bayern hat uns toll empfangen. Wir waren in der ersten Reihe in der Allianz Arena gegen Schalke, haben das sehr genossen und genießen unsere Zeit hier. Werden Sie wiederkommen mit dem Film, nachdem das jetzt so ein großer Erfolg war? Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ich das nochmal machen könnte. Und wir hoffen, dass wir den Film auch richtig synchronisieren können auf Deutsch, dass wir nicht nur Untertitel zeigen können. Das wäre toll für uns. Und dann würde ich gerne wiederkommen. Wir würden uns freuen und danken an dieser Stelle auf alle Fälle für den Besuch hier bei Sky Sport News HD und wünschen einen guten Heimflug nach Israel in die Wärme aus dem deutschen Winter. Thank you very much for hosting me. Vielen Dank, dass Sie mich hier empfangen haben. Odet Breda, und gleich geht's hier bei Sky Sport News HD damit weiter. Mit der Augsburger Punktekiste. Das Team von Markus Weinzierl steht nach dem Sieg über Dortmund auf dem Champions League Qualifikationsplatz. Alles dazu gleich hier bei Sky Sport News HD. Per Anhalter zum Meister und zum Rekordmeister. Diese kuriose Geschichte haben wir dann morgen im Inside-Report. Der TSV Herrsching aus der Volleyball-Bundesliga war nämlich zum Auswärtsspiel nach Friedrichshafen per Tramp unterwegs. Warum? Das erklären wir Ihnen morgen um 6:30 im Inside-Report. Bis dann. Schönen Abend. Thank you very much. Okay, thank you very much. Now we can.